Wie würdet ihr euch entscheiden, wenn ihr entscheiden müsstet zwischen Universität gehen oder 0,1 Bitcoin haben? Diese Frage hat sich gestern am Sonntag bei mir irgendwie auf meinem Twitter-Kanal verselbstständigt. Und um das geht es heute in diesem Video. Es waren tolle Kommentare, über 100 Kommentare auf diesen Tweet von mir, wo ich das schon sehr kritisch hingestellt habe. Und das möchte ich heute für euch zusammenfassen. Die Aussage von Robert Kiyosaki, der gesagt hat, liebe junge Menschen da draußen, bitte geht nicht auf eine Universität, sondern kauft einfach 0,1 Bitcoin, that's it. Und mit dieser Aussage kann ich nicht leben, die habe ich kritisiert. Und warum ich das gemacht habe und warum auch viele, viele Kommentare recht hatten und die ein oder andere Überraschung ist da dabei, das fasse ich euch jetzt in diesem Video zusammen bei Rette dein Geld mit mir, Matthias Reder. Viel Spaß beim Video, lasst mir ein Like oder Abo da und los geht's. So, dazu habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet, damit wir so einleitend einmal durchgehen, was denn hier genau passiert ist und warum überhaupt diese große Aufregung hier jetzt passiert ist. Und zwar, und das an einem Sonntag, meistens irgendwo in der Früh, wenn man dann sozusagen am Handy sitzt und kurz seinen Twitter-Newsfeed durchgeht, dann hüpft einem etwas an. Und das war hier von BTC Echo, dieser Beitrag, wo es darum gegangen ist, Robert Kiyosaki ist ja der Autor vom Buch Rich Dad, Poor Dad, der sozusagen hin zu Immobilien, zu Sachwerten, der hier als Finanzexperte reüssiert, mittlerweile Multimillionär, glaube ich, ist. Und der hat einen sehr markanten Ausspruch getätigt. Und zwar, der rät der jungen Generation, geht nicht zur Uni, kauft lieber 0,1 Bitcoin. Der Finanzexperte Robert Kiyosaki hält Saylors Bitcoin-Prognose für richtig und warum er jungen Menschen dazu rät, jetzt lieber Bitcoin zu kaufen. So, das hat mich getriggert. Warum hat er das gesagt? Jetzt nochmals zum Robert zurück. BTC Echo hat das aus meiner Sicht sehr gut zusammengefasst. Robert Kiyosaki ist ja ein Trump-Unterstützer, ist ein Saylor-Unterstützer, ist ein Bitcoin-Fan, wenn man das so sagen möchte. Und er unterstützt sozusagen diese bullische Prognose von Michael Saylor, der ja gesagt hat, bis 2035, glaube ich, wird ein Bitcoin 13 Millionen US-Dollar wert sein. So, und er sagt, ich glaube, Saylor hat recht. Und wenn er das sozusagen sagt, dass er recht hat, was bedeutet denn das? Und er sagt dann auch, okay, die Frage ist, wie wirst du reich? Nicht mit einem Studium, sondern mit 0,1 Bitcoin. Und sozusagen, morgen bist du Millionär. Und das hat mich, ehrlich gesagt, getriggert, weil sozusagen zu suggerieren, nimm dir einfach Bitcoin, warte dann sozusagen, dann bist du Millionär und du musst sonst nichts mehr machen in deinem Leben. Mit so einer Aussage kann ich relativ wenig anfangen und das finde ich auch nicht in Ordnung, dass man das den jungen Menschen so mitgibt. Ich bin noch aufgewachsen mit sozusagen schaffe, schaffe, Häusle baue, sei fleißig in deinem Leben, lerne jeden Tag dazu etc. Und hier einfach zu suggerieren, auch wenn ich Bitcoin wunderbar und super finde, aber das sozusagen nur auf den Kauf, auf das Investieren, auf das Halten von 0,1 Bitcoin zu reduzieren, das finde ich aus meiner Sicht falsch. So. Er macht das ja auch nicht uneigennützig. Der Herr Kiyosaki ist natürlich Autor von Finanzratgebern und Büchern, die er natürlich verkaufen möchte. Und da bewirbt sich halt so ein markanter Spruch halt sehr, sehr gut. Ja? Gut, so einmal die Aussage vom Robert, die wir sozusagen jetzt hier haben, Kiyosaki. Und ja, das war sozusagen dann mein Twitter-Post. Solche Ratschläge sind schon mehr als bedenklich und ich habe ein bisschen den Kopf zusammengeschlagen. Ja, vielleicht habe ich das auch nicht gleich sehr gut ausgedrückt, weil es mir einfach darum gegangen ist, dass hier, so wie ich es ausgeführt habe, den jungen Menschen einfach etwas suggeriert wird, was ich aus meiner Erziehung sozusagen nicht genossen habe oder was jetzt auch ein bisschen so ein Lifestyle, so ein Trendgeschichte ist, nur Bitcoin, nur investieren, wenn du 0,1 Bitcoin hast, dann hast du ausgesorgt und. Das finde ich einfach ein bisschen der falsche Weg. Mit studiert Bitcoin,
gebt euch sozusagen einmal die komplette Wissensseite dieses Netzwerkes, kann ich schon viel, viel mehr anfangen. Ich hätte es halt lieber gerne gesehen, dass man einfach sagt, okay, um nicht hier allgemein alle Universitäten zu bashen, dass man einfach herangegangen wäre und gesagt hat, okay, welche Studiengänge? Ja? Sprechen wir vielleicht für einen Finanzbachelor, einen BWL-Bachelor, einen BWL-Master, einen Doktor in Genderforschung oder wie auch immer, dann könnte ich ja da noch teilweise mit diesen Aussagen mitgehen. Ich habe dann versucht, noch mit sozusagen, warum das mehr auszuführen, warum mich das sozusagen gestört hat, weil diese Kommentare da natürlich teilweise in eine Richtung gegangen sind, das wollte ich so gar nicht aussagen, aber es wurde natürlich dann auch suggeriert, weil ich ja nur das mit einem Satz sozusagen rausgegeben habe. Für mich ist es natürlich klar, dass in den USA die Thematik der Studiengebühren eine ganz andere ist. Da musst du dich sozusagen verschulden mit ein paar hunderttausend US-Dollar, dass du deinen MBA Finance Degree hast auf einer wirklich namhaften Universität. Das wird dir dann hoffentlich beim Berufseinstieg dann wieder sozusagen mit einem Aufschlag in deinem Angestelltenverhältnis dann bezahlt. Aber du zahlst halt eben Zinsen und bist halt sozusagen gleich einmal verschuldet. Das ist eine andere Situation aus meiner Sicht wie in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz, wo ja der Zugang zu Bildung halt nicht wirklich an monetäre Hürden, ja, jetzt weiß ich schon, natürlich ist es mit Kosten verbunden, aber jetzt nicht so wie in den USA gebunden ist. Und ich hätte mir lieber gewünscht, dass diese Diskussion ein bisschen in eine andere Richtung geht, wo man sozusagen unterscheidet in der Diskussion der Bildungszweige. Ne? Also ich kann ja aus eigener Leiterfahrung sagen, dass das ganze Thema der Medizin und wie ich im Krankenhaus gelegen bin, glaubt es mir ganz ehrlich, da war ich heilfroh, dass ich ein gut ausgebildetes medizinisches Personal, nicht nur vom Doktor, ja auch die diplomierte Krankenschwester und hatte, wo ich darauf sozusagen zurückgreifen konnte und die mir bei meinem Heilungsverlauf sehr, sehr stark geholfen haben. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer, ja? Die medizinische Ausbildung oder auch eine technische Ausbildung. Und ja, das sozusagen gleichzusetzen mit Get Quick Rich, kauf nur 0,1 Bitcoin, wenn ich mir dann vorstelle, dass auf Basis von diesen Aussagen, wo ja Robert Kiyosaki ja schon einen gewissen Namen hat, und die jungen Leute ihm vielleicht folgen und er das quasi so plakativ raushängt, sozusagen wir werden alle Millionäre und niemand braucht etwas mehr zu lernen. Das hat mich ehrlich gesagt getriggert und das habe ich auch nicht in Ordnung gefunden. Und so war auch mein Posting gemeint. Und lasst mich dann trotzdem sozusagen noch einiges anführen. Und steigen wir vielleicht auch live in die Kommentare darunter rein, weil da ist schon das ein oder andere Berechtigte natürlich von euch dabei gewesen und da sage ich auch herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank für eure Kommentare unter diesem Tweet und für das Anstoßen der Diskussion und ich habe einige neue Denkweisen auch mitbekommen und ich habe eines auch mitbekommen, wie frustriert teilweise manche Leute aus diesem Bildungsweg, aus diesem universitären Bildungsweg waren. Und die das mitgeteilt haben. Und das möchte ich auch kurz mit euch durchgehen, weil das ist mir schon ein Anliegen. Ihr solltet jetzt sozusagen hier meinen Twitter-Kanal sehen, wo halt eben hier unter diesem Posting dann sozusagen das alles sehr stark viral gegangen ist. Wir werden jetzt nicht alle Kommentare durchgehen, aber der Läusel natürlich, der fragt, wieso bedenklich. Ich habe das am Anfang nicht ausgeführt, das tut mir auch leid. Aber es war halt eben dieses geh nicht studieren, du wirst so oder so reich mit Bitcoin. Also dieses Gleichsetzen jedweden Studienzweigs mit dem Get Quick Rich Scheme, das war mir dann etwas zu heavy und das habe ich dann eigentlich so. Der Helper, den ich sehr, sehr schätze, super toller Kanal, bitte schaut mal kurz bei ihm, wenn ihr irgendetwas braucht, technisches Einrichten, Hardware oder sonst irgendetwas, super. Der hat da völlig zu Recht sein Studium angeführt, wo er aus seiner Sicht sehr, sehr enttäuscht war. Ja? Und er bringt halt diesen Punkt, dass sozusagen dank Bitcoin die staatlichen Unis untergehen werden. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so sein wird, weil, wie gesagt, Medizinuniversitäten oder technische Universitäten, aber es ist halt seine eigene Meinung und er hat das so gebracht.
Da muss man halt eben schauen, wie das weitergeht. Ja. Auf jeden Fall, für ihn hat es sozusagen die Universität den Sinn und Zweck nicht erfüllt gehabt. Und da haben auch ganz viele andere Leute sozusagen ihr Feedback etc. gebracht. Und ja, das kann ich natürlich auch unterschreiben von Florian Kößler, dass der Kiyosaki, der Robert, natürlich in seiner eigenen Welt lebt. Der ist angeblich auch geschieden. Die Dame und er wird immer wirrer auch in seinen Aussagen. Ja. Ich habe das dann auch ein bisschen nachgegoogelt und er sagt auf jeden Fall, 95% aller businessorientierter Studiengänge kannst du dir in Deutschland in der Tat schenken. Also da sind wir wirklich sehr stark, vor allem die Finanzstudiengänge etc., also die haben sich natürlich mit Bitcoin extrem verändert. Ja. Einfach Bitcoin hat hier natürlich auch einen Kommentar. In Zeiten des Internets gibt es keinen Grund, Unsummen in ein Zertifikat zu investieren. Ich finde die Aussage ein bisschen zu kurz gegriffen. Er hat sich dann nachher dann nochmals konkretisiert. Wir schauen, ob wir das dann nochmal da sehen. Also er hat dann noch einmal, die Frage ist genau, welche Infos, weil wenn du jetzt zum Beispiel Germanistik oder BWL studierst, ja, da gebe ich ihm natürlich recht. Für einen Arzt schaut die ganze Sache wieder anders aus. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass man sozusagen in dieser Diskussion einfach viel, viel gezielter diskutiert, um was es denn da überhaupt geht. Ja? Und natürlich haben da manche darunter ihren Unmut über ihre eigene Studienzeit kundgetan. Man kann das ja alles nachlesen und nachsehen. Super tolle Memes war da auch dabei, bin ich immer ganz, ganz happy. Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser Grundgedanke, dieses kaputt studieren, sinnvoller eigentlich gleich ein Handwerk. Handwerk hat aus meiner Sicht immer goldenen Boden. Also ich sage das auch zu meinem Sohnemann, wenn der Elektriker oder Installateur lernen möchte, also 1000 Rosen, also sofort, weil der wird sozusagen immer eine gute Arbeit haben und kann dann natürlich auch selbst zu Hause einiges machen. Und die USA ist halt da wirklich ziemlich kaputt, dieses Bildungssystem, das eben auf den großen Scheinen anbelangt. Ja. Den habe ich sehr gut gefunden. Sozusagen, der ist ja nicht von Poor Dad, Dumb Son. Ja, also damit hat er den Robert selbst gemeint, wenn er sich sozusagen verunglimpft hat. Super Ratschläge sind natürlich, wenn beides geht, ja. Also wenn man sozusagen an der Uni und nebenberuflich tätig ist und dann auch das Geld hat, um sich ein paar Satz sozusagen zu tauschen und zuzulegen. Weil die 13 Millionen sind weit in der Zukunft, ja. Also da wirklich toller, toller Kommentar von Raleigh Art, der eben sagt, okay, so ein Studium ist in 4 bis 6 Jahren vorbei. Und kannst auch extrem viel Neues machen in deinem Leben und den ganzen Berufszweig neu anstoßen, finde ich wirklich einen super passenden Kommentar. Vielen Dank. Ja. Super Buch geschrieben. Ja, ich kenne das Buch auch, Rich Dad Poor Dad. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war super geschrieben. Also ich hatte es ja schon längere Zeit her, dass ich das gelesen habe. Das ist sicher schon 10 Jahre her, wenn nicht 15. Das war damals wirklich so ein bisschen so ein Augenöffner für mich. Da war ich noch bei der Raiffeisen und überzeugter Banker. Und das hat dann sozusagen das erste Mal dazu geführt, dass ein bisschen die Bankerseele bei mir zum Bröckeln angefangen hat. Ja. Genau, es kommt eben auf die Studienrichtung darauf an, sagt der Robin vollkommen richtig. Bei BWL und Co. und die ganzen Gender-Geschichten, also ich glaube nicht, dass da universitäre Bildung noch so einen Stellenwert haben will. Ich glaube, das geht eher sehr stark nach unten. Ich glaube aber, dass wir andere Dinge brauchen, wie eben Medizintechnik, die ganze KI-Geschichte. Also wenn du da keine zum Beispiel Ethikausbildung oder sonst irgendetwas, ich weiß nicht, also da kann sich ja schon einiges tun. Ja. BTC Echo hat das eben aufgegriffen. Gut, die müssen auch von was leben. Ja, also dass das natürlich ein Clickbait-Artikel ist, wo alle mögliche natürlich auf die Klicks geht, das sei ihnen überlassen. Ich habe es an und für sich ganz gut gefunden, weil so kommt man eben auch zu den Diskussionen und dann auch zu den Kommentaren. Ja, also das finde ich einfach super. Ja. Ich bitte, ich bin nicht dazu gekommen, am Sonntag dann auf alle Kommentare einzugehen. Da habe ich noch einiges vor mir, wie man hier sieht. Aber ich möchte mich wirklich jetzt schon bedanken für diese
ganzen tollen Beiträge und Kommentare und lade euch ein, auch für die Zukunft sozusagen in meinem Kanal bei Rette Dein Geld, zum Beispiel bei den YouTube-Videos, gerne, ich schaue da wirklich jeden Tag drauf und beantworte wirklich jeden einzelnen Kommentar. Lasst uns da auch ein bisschen in die Diskussionen reingehen. Ich finde das immer super, weil man kriegt so viel von euch auch zurück, jetzt im Sinne von Feedback oder auch von Informationen, an die ich vielleicht so in der ersten Aussendung oder in den ersten Posting gar nicht gedacht habe. Und das möchte ich aus meiner Sicht aber auch gar nicht missen, ja? Weil ich finde das einfach super, dass es sozusagen hier diese Aussagen etc. gibt. Jedenfalls lade ich euch eben ein, sich mit mir zu vernetzen, ja, um weiter solche Informationen auszutauschen, neue Tipps zu bekommen. Hier bei Rette Dein Geld, aber natürlich auch auf meinem LinkedIn-Profil, das ist mein LinkedIn-Profil, auf meinem Twitter-X-Profil etc. und natürlich unter www.rettedeingeld.at. Und das sind auch meine Kontaktdaten. Was ich aktuell extrem super finde, ist, dass sich Leute bei mir melden und Kontakt aufnehmen, ein kostenfreies Erstgespräch bei allen Themen rund um Bitcoin, Bitcoin Mining, aber auch Finanzen, wo ich das ein oder andere natürlich auch sehr, sehr gerne weitergebe. In diesem Sinne möchte ich mich recht herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit bedanken und lasst mir ein Like da, ein Abo. Und lasst uns auch weiter so in guter Qualität und so zahlreich miteinander diskutieren und so auch Meinungen auszutauschen, Standpunkte auszutauschen. Ich finde das extrem wichtig und wir sehen uns sozusagen beim nächsten Thema bei Rette Dein Geld oder bei einem meiner Social Media Kanäle. In diesem Sinne alles, alles Gute, beste Grüße, danke fürs Zuschauen.